Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Fightback-Fans, hier aus der SGS-Halle in Sossenheim zur 8. Auflage des Open Sunday. Wir sind auf der Road zu Crossroad 12, Crossroad to Hell. Wie immer sind diese Aufzeichnungen für unseren YouTube-Channel, also hoffe ich, euch gefällt's und macht ordentlich Stimmung. Und somit starten wir auch schon direkt mit dem ersten Match. Aus der Irrenanstalt mit einem Gewicht von 72 Kilogramm. Hier ist 5, 9, 1. Ja, moin, servus und hallo auch von meiner Seite. Liebe Fightback Community, willkommen bei der schönsten Nebensache der Welt, Fightback Wrestling. Und diese Show beginnt hier mit jemandem, der mir nach wie vor einen leichten Schauer über den Rücken jagt. Wir begrüßen zum ersten Match des heutigen Tages 5-9-1. Ja, da gibt es direkt die Aufforderung an den Ringrichter, an Christoph Strauß: Lass mich frei. Und ich bin mir immer nicht sicher, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Absolut, ich denke mir auch jedes Mal, tu es vielleicht eher nicht, weil was da freigelassen wird, ist der pure Wahnsinn. 591, kein unbekanntes Gesicht bei Fightback Wrestling, schon mehrere Auftritte gehabt. Und hier ist sein Gegner, mindestens genauso labil wie er. Hier ist Adrian! Ja, und The Big Boys David Grant hat es gerade schon angesprochen, also nicht minder suspekt ist der Gegner von 591, der hier zum Ring kommt, wie immer begleitet von seinem Feuerwehrauto, nämlich Adrian. Ja, und dieses Feuerwehrauto umgibt weiterhin etwas Mystisches, ein großes Rätsel, ein großes Mysterium. Wir sind leider immer noch nicht dahinter gekommen, was es damit auf sich hat. Adrian ist auch ein sehr schweigsamer Typ, aber wir wissen, dass ihm dieses Feuerwehrauto ganz nahe steht und sehr, sehr wichtig ist. Ja, ich habe gerade mal so ein bisschen in das Gesicht geguckt von 591. Da gab es tatsächlich fast schon eine menschliche Regung. Hier sieht man es wieder, also so ganz geheuer ist ihm sein heutiger Gegner wohl auch nicht. Aus den Zuschauerrängen haben wir es schon gehört, wer ist hier der größere Psycho? Also tatsächlich sehen wir hier zwei Kontrahenten im Ring sich gegenüberstehen, die sich ja auf den ersten Blick relativ ähnlich sind. Beide haben einen ziemlichen Knacks, beide haben eine mystische Vergangenheit, will ich fast sagen. Ja, ich glaube 591, der will hier ein Tauschgeschäft eingehen, bietet hier seine Zwangsjacke an gegen das Feuerwehrauto und ja, ich bin mir sicher, dass Adrian da mit Sicherheit nicht drauf eingehen wird. Oder doch? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Also für 591 bedeutet diese Jacke natürlich auch zunächst mal so etwas wie Knechtschaft. Lasst mich frei, das sind seine Worte, wenn er zum Ring kommt. Ja, und wir haben schon mal ein paar erste Annäherungsversuche gesehen zwischen den beiden. Ja. 591 beginnt hier furios gegen einen leicht verdutzten Adrian. So macht er den Eindruck zumindest auf mich. Ja,
Ja, springt jetzt hier ran mit der Senten, erwischt Adrian und das erste Cover. Aber das reicht natürlich noch nicht. Ja, das ist ein etwas anderes Match, ein etwas makaberes Match. Joey, wie siehst du diese beiden? Was geht dir durch den Kopf, wenn du sie hier gegeneinander im Ring kämpfen siehst? Ja, es ist schon alles sehr, sehr mystisch, sehr, sehr mysteriös, ein bisschen spooky. Auch die Zuschauer um den Ring herum, habe ich das Gefühl, wissen nicht so ganz genau, wem sie hier zujubeln, wem sie vielleicht ausbuhen sollen. Ja, vielleicht aus Angst, dass es so etwas wie Rache geben könnte. Und man will sich gar nicht vorstellen, wie eine Rache von diesen beiden Kontrahenten hier aussehen mag. So, und Adrian, der drückt jetzt 5-0-1 ins Seil, wirkt ihn, lässt sich anzählen. Aber hast du dieses leicht verschmitzte Lächeln im Gesicht von 5-0-1 gesehen? Also man hat etwas den Eindruck, dass ihm diese Schmerzen hier gefallen. Ja, und das ist auch so ein bisschen der große Unterschied zwischen den beiden. Also bei Adrian sieht man, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, eigentlich nie ein Lächeln. 5-9-1, da gibt es sehr, sehr viel mehr Regung im Gesicht. Adrian fängt seinen Kontrahenten jetzt ab, verpasst ihm hier den Death Valley Driver. Und eine Discus Clothesline hinterher. Also der packt jetzt mal ordentlich aus. Größentechnisch gegen seinen Gegner hier natürlich leicht im Vorteil. Adrian, der bringt auch eine gewisse Power in seine Aktion mit ein. Das kann ein 5-9-1 natürlich schnell aus den Socken hauen. Aber der ist schon wieder auf den Beinen, wenn auch von der Ringecke gestützt. Und kassiert zunächst mal weiter von Adrian. Ja, wird jetzt hier geschickt in die andere Ringecke. Adrian baut sich auf, kommt angestürmt, aber 5-9-1 bringt die Beine nach oben, kann hier den Angriff von Adrian stoppen. Sehr, sehr schmerzhaft. Steigt jetzt selbst aufs oberste Seil und kommt völlig unorthodox. Einfach herangeflogen, mäht Adrian von den Beinen und kriegt auch einen gewissen Zuspruch von den Fans. Und jetzt ist er am Feuerwehrauto. Und das ist eigentlich ja, ein rotes Tuch für Adrian, wenn er es denn mitbekommt. Ich glaube, er hat es noch gar nicht gesehen. Nein, er ist noch sehr damit beschäftigt, wieder zu Atem zu kommen, während sich hier 5-9-1 lächelnd das Feuerwehrauto schnappt und damit nun in Regen kommt. Das ist sehr mutig, wie ich finde, denn schon. Ah, jetzt zeigt er ihm das Feuerwehrauto. Wie wird Adrian reagieren? Ja, ist es nur mutig oder ist es vielleicht wirklich eine Taktik? Denn du siehst hier, Adrian, der ist völlig verdutzt und er lässt von seinem Gegner ab. Und ja, ich will ihm mal unterstellen, also 5-9-1, dass er genau das im Schilde geführt hat. Adrian wird jetzt angezählt, kümmert sich hier ja, fast schon aufopferungsvoll um sein Feuerwehrauto. Ja, da ist das Feuerwehrauto wichtiger als dieser Kampf, als ein möglicher Sieg. Stellt es nun ab und will es hier vielleicht schon zu Ende bringen. Das sorgt natürlich für Furore. Und da kassiert er schon den Sister Abigail von 5-9-1, der schon den Sieg tatsächlich bedeutet. Ja, also die Rechnung ist hier für 5-9-1 tatsächlich aufgegangen. Sieger des Matches, 5-9-1. Ja, du hast es bereits angedeutet, das wird wirklich Taktik gewesen sein. Das hat er clever gelöst. Er wusste, wo er die Hebel anzusetzen hat und hat die Hebel in Bewegung gesetzt. Das ist der Sieg für 5-9-1. So, und Adrian, der muss sich jetzt erstmal wieder berappeln. Aber ihm wird diese Niederlage wahrscheinlich herzlich egal sein. Wir sehen es hier. Ihm ist es wichtig, dass er sein Feuerwehrauto eben wieder zurück hat. Sossenheim, das war das erste Match. Und als nächstes kommen wir zu einem Six-Man-Tag-Team-Match. Ja, und The Big Boys spricht es an. Es geht direkt weiter mit der Action. Direkt weiter mit einem Six-Man-Tag-Team-Match. Und
Wir hören uns eine nur allzu vertraute Musik und diese Musik, die verspricht Partystimmung. Aus München mit einem Gewicht von 80 Kilogramm, hier ist Fires Aguila. Der macht jedes Match zu einer Dance-Party. Fears Aguila, auch ein altbekanntes Gesicht bei Fightback Wrestling, der jetzt hier erstmal mit Adrian zusammenspielt. Ja, der ist noch nicht aus der Halle raus. Ja, es wird ein bisschen belauert, aber... Oh, der wird attackiert! Fears wird von Adrian attackiert mit dem Feuerwehrauto. Ja, der schiebt anscheinend doch ein bisschen Frust hier über die Niederlage. Zumindest macht es den Anschein, der lässt auch erstmal nicht von Fears ab. Adrian! Raus aus der Halle! Ja, der Ringrichter versucht jetzt hier Adrian aus der Halle zu bewegen, aber der denkt überhaupt nicht dran. Der schiebt Fears in den Ring und du hast es genau richtig gesagt. Also er muss jetzt hier irgendwo seinen Frust abbauen und ja, Fears, der kommt ihm da gerade recht. So sieht es zumindest aus. Aber da bekommt er schon Hilfe. Ja, das sind nämlich die Tag Team Partner für dieses anstehende Six-Man Tag Team Match. Wir haben Alex Six hier und Claymo. Ja, die ihrem Tag Team Partner zu Hilfe eilen. Wahrscheinlich gerade zur richtigen Zeit. Und da kommen schon die Gegner der drei in den Ring gestürmt. Ah, also wir sehen auch hier einen furiosen Start, eingeleitet von einem frustrierten Adrian. Wir sehen David Adili, wir sehen Kevin Caden und Jacob Crane, ja, die hier kaum hat das Match begonnen, schon das Heft an sich reißen. Also ein Cold Start für dieses Match. Wir sehen hier den Perfect Man, Jacob Crane, der allerdings mit dem Elbow ins Leere fliegt. Und Fears, ja, der tut gut daran, jetzt erstmal zum Wechsel zu kommen und sich ein bisschen von den Angriffen von Adrian zu erholen. Ja, das war wahrscheinlich der Fehler von Jacob Crane, dass er das Gefühl hatte, Fears wäre schon am Ende. Hat ihm die Zeit gegeben, wieder etwas zur Luft zu kommen. Wird jetzt hier seinerseits von Clemo und nun von Alex Six oder zusammen mit Alex Six bearbeitet. Ja, und auch David Adili, der Ausnahmeathlet, er greift in dieses Match ein, hält seinen Partner fest, der daraufhin das Bein nach oben bringt und somit wieder das Ruder an sich reißen kann. So, und jetzt haben sie Alex Six in der eigenen Ringecke. Jetzt der Wechsel mit David Adili, der einige Schläge auspackt und sich den Body Slam einfängt. Erster Cover geht ins Leere. David Adili bringt eine ungeheure Physis mit hier in dieses Match. Vermeintlich damit im Vorteil gegen einen etwas kleineren Alex Six. Der hat ihn jetzt hier voll unter seiner Kontrolle. Während Alex Six die ZuschauerInnen auf seiner Seite hat. Er versucht sich hier zur Wehr zu setzen gegen David Adili. Es gelingt ihm aber noch nicht wirklich. Ja, David Adili, wie gesagt, nicht umsonst als Ausnahmeathlet bezeichnet. Guck dir diese Physis an. Und ja, apropos Physis, wenn wir diesen Mann hier sehen, nämlich Kevin Caden, die Härte aus Schwaben. Auch da hat Alex Six natürlich deutlich die Nachteile. Ja, der selbsternannte geilste Schnauzer in Deutschland hat hier die Oberhand gegen einen bereits angeschlagenen Alex Six. Splash in die Ecke, ja, der den guten Alex zunächst mal zu Boden schickt. Und wir haben hier einen nächsten Wechsel. Nee, wir haben keinen Wechsel, wir haben hier ein Ablenkungsmanöver von David Adili.
Wir sehen Jacob Crane, der in das Match eingreift, der die Partner von Alex Six hier erstmal vom Mattenrand fegt. Ja, aber der hält sich auf jeden Fall im Match, kann hier rechtzeitig auskicken aus dem Cover von Kevin Kane, setzt sich jetzt hier mit Schlägen zur Wehr, aber es braucht nur einen beherzten Hieb von Kane, um Alex wieder auf den Boden zu schicken. Hat ihn nun in der Ecke und ja. Ja, der muss jetzt zum Wechsel kommen, ganz klar. Denn wenn das nicht passiert, dann ist hier bald Feierabend. Ja, und Kevin Kane und seine Partner, die machen das hier natürlich äußerst geschickt. Sie halten Alex Six in der eigenen Ringecke. Wir sehen wieder die Tritte hier von Jacob Crane. Ja, wir haben hier natürlich drei sehr physische Typen auf der einen Seite. Crane, Adili und Caden, die auch das nötige Selbstvertrauen mitbringen. Vielleicht eine Portion zu viel. Ja, vor allem bringen sie natürlich auch die nötige Erfahrung mit. Und Jacob Crane, der weiß ganz genau, wann er auch hier nochmal obligatorische Fragen an die Zuschauer stellen kann. Weiß genau, wann er sich hier, ja, genauso wie in diesem Moment Auszeiten nehmen kann, um seine Gegner hier zu provozieren. Ja, er gibt Alex Six damit viel Zeit, aber der taumelt hier in die falsche Ecke. Wird nun wieder vermeintlich von allen dreien bearbeitet. Wird hier von Adili und Caden festgehalten, während Jacob Crane das nutzen kann, um ihn weiter zu schwächen. Der nächste Cover. Ja, aber Alex Six schafft es, sich hier im Match zu halten. Also so leicht ist er nicht klein zu kriegen. Du siehst Fares hier am Bildrand, der versucht alles, was geht, zu mobilisieren. Versucht hier Alex Six irgendwie die zweite Luft zu verschaffen. Und kommt er jetzt zum Wechsel? Jacob Crane hat ihn. Nee, kommt er nicht. Wieder wird er in die eigene Ecke gepackt. Wieder gibt es harte Shoulder Tackles in die Ringecke und den Wechsel mit David Adili. Ja, apropos Wechsel, David Adili hat in der letzten Zeit selbst einen Wechsel vollzogen in seiner Persönlichkeit. Der ist, ja, der ist sehr in Rage geraten, hat man den Eindruck. Und das zeigt er auch in seinen Aktionen, die einem schon fulminanter vorkommen. Er legt viel mehr Kraft ein, viel mehr Power und ja, vielleicht auch die ein oder andere unfaire Aktion. Jetzt hier wieder der Wechsel mit Jacob Crane. Ja, und der Erfolg, der scheint ihm natürlich auch recht zu geben. Wir haben es bei Blast from the Past gesehen. Da konnte er sich in einem Fatal Four-Way durchsetzen gegen Rotation, gegen Martyrium, gegen Hector Invictus. Jetzt aber hier rollt Alex Six durch und schickt Fares Aguila in den Ring. Und der muss jetzt aufräumen, wenn dieses Team noch eine Chance hier in diesem Match haben will. Und das tut er auch. Und er startet hier furios. Du hast es schon gesagt. Der hat auf dem Apron einen sehr furiosen Eindruck gemacht auch. Der war auf jeden Fall wütend über das Geschehen im Ring, wird jetzt hier aber gestoppt, beziehungsweise sein Cover-Versuch gegen David Adili von Jacob Crane. Und jetzt sehen wir Clemo im Ring. Sein erster Auftritt hier bei Fightback Wrestling. Ja, und er findet sich erstmal in einem Fallaway Slam wieder von Kevin Kane. Alex Six hat auch wieder ein bisschen Luft schnappen können, teilt jetzt Dropkicks aus. Aber David Adili, der packt zu. Ja, und Alex Six, der schafft es tatsächlich, ihn auszuheben. Wir sehen jetzt den Whip-In von Fares und wir sehen die Heart Attack. Ja, diese beiden kennen sich hier natürlich bestens, wissen auch ihre Aktionen aufeinander abzustimmen, aber werden hier prompt unterbrochen von Kevin Caden, der mit einer Double Clothesline beide auf die Bretter schickt.
jetzt hier der Ansatz zum Suplex, wird gestoppt von Klemo. Ja, jetzt bricht hier so ein bisschen das Chaos aus. Also der Ringrichter lässt hier viel laufen, das muss man sagen. Alle Kontrahenten jetzt im Ring. Und ja, welches Team wird hier den Suplex durchbringen? Ja, es sind die Publikumslieblinge. Und warum? Weil David Adini eben kein Bestandteil dieses Suplexes war, konnte also seine Partner nicht unterstützen, macht das aber jetzt hier im Nachgang mit harten Tritten. Wird aber wieder gestoppt von Feyers Aguila. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen die Übersicht verloren, wer hier die legalen Kontrahenten im Ring sind, aber der Ringrichter wird es hoffentlich wissen. Ja, zumindest greift er nicht ein. David Adini bearbeitet hier Feyers. Und wir haben hier den Ansatz zum Dragon Twist und der geht auch durch. Das könnte es bereits gewesen sein. Ja, normalerweise ist es das. Und auch in diesem Falle. Also der Sieg für David Adili, für Jacob Crane und Kevin Caden. Sieger des Matches, der Ausnahmeathlet David Adili, Kevin Caden und Jacob Crane. Der David für David Adili bereits der zweite erfolgreiche Pin in a row. Ja, und wahrscheinlich muss man festhalten, dass Adrian hier so ein bisschen das Zünglein an der Waage war. Hat zumindest dafür gesorgt, dass dieses Sechs-Mann-Tag-Team-Match nicht ja, unter gleichen Voraussetzungen starten konnte. Hier sehen wir nochmal Suplex, diesen Team-Suplex. Kommen wir zum Ladies Match. Aus Dresden, hier ist Jane Nero. Und wir sehen Jane Nero, ein altbekanntes Gesicht auch mittlerweile bei Fightback Wrestling. Erfolgreiche Matches hat sie hier schon absolviert und misst sich heute gegen Kontrahentin Jackie Go. Und hier ist ihre Gegnerin. Jackie Go! Ja, und auch sie kennt natürlich die Fightback-Community, begrüßt hier erstmal die Fans. Sehr, sehr beliebt. Ja, und die Fans im Rücken, die wird sie heute auch brauchen. Du hast es angesprochen, Jay Nero. Also, auch kein unbeschriebenes Blatt hier bei Fightback Wrestling. Äußerst unangenehm im Ring. Ja, wir werden schauen, wie Jackie Go damit heute klarkommen kann. Sie kennt ihre Gegnerin natürlich und weiß, wie sie sich zur Wehr setzen kann. Also ein interessantes Match, eine interessante Ansetzung. Und du hast es bereits angedeutet, ich denke auch, dass die ZuschauerInnen hier und heute auf Seiten von Jackie Go sind.
So, und los geht's. Und wir werden jetzt mal sehen, hier in diesen Anfangsmomenten. Ja, Jay Nero, die lässt es ganz, ganz locker angehen. Der Lock-up. Jackie Go findet sich in der Ringecke wieder. Ja, da hatten schon mal ein erstes kleines Kräftemessen, das hier zugunsten für Jay Nero ausging. Muss natürlich in der Ecke ablassen. Und sie belauern sich hier wieder. Der Lock-up geht über in den Headlock. Jay Nero gewinnt hier zunächst Oberhand. Ja, und bringt Jackie Go auch auf die Matte. Ja, das sieht unangenehm aus. Also, sie hat ihre Gegnerin zur Anfangsphase ganz gut im Griff, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, ich denke, der Applaus hilft Jackie Go hier, Jay Nero auszukontern. Ja, was sie hier auch tut, zeigt ihrerseits den Headlock, aber wird sofort gestoppt mit einem unangenehmen Schlag und jetzt in die Ringecke geschickt. Ja, und da ist Wucht dahinter, hinter diesen Schlägen, hinter diesen Uppercuts bei Jay Nero. Ja, da hat sie ihre Gegnerin wohl erwartet, dass sie hinterher stürmt. Macht hier das Ausweichmanöver in der Ringecke, aber damit hat natürlich auch Jackie Go gerechnet. Und jetzt packt sie aus ihre schnellen Aktionen, bringt ihre Kontrahentin mit der Clothesline zu Boden. Das Cover, das kann natürlich noch nicht reichen, das ist klar. Aber es ist zumindest mal ein Ausrufezeichen, zumindest mal ein Hallo, ich bin hier auch noch da. Ja, was für ein Schlag, also. Und immer wieder auch die Konversation mit den Zuschauern. Guckt sie euch an, also diese verhöhnenden Kommentare und Gesten. Ja, Jay Nero macht natürlich einen selbstsicheren Eindruck. Hier der Cover. Jackie Go kann bei 2 auskicken. Aber natürlich, auch sie muss sich jetzt was einfallen lassen, um hier wieder ins Match zurückzufinden. Jetzt hier der nächste Tritt von Jay Nero. Der nächste Cover-Versuch. Und wieder nur bis 2. Ja, da muss natürlich ein bisschen mehr kommen, um Jackie Go hier am Boden zu halten. Dafür wird sie noch zu frisch sein. Aber ja, du siehst, Joey, sie ist ganz schön am Wanken. Also der Zugzwang ist auf ihrer Seite. Ja, und sie bleibt natürlich auch dran. Also Jay Nero will hier keine Zeit verlieren. Klar, sie legt sich immer wieder mit dem Publikum an. Geht immer wieder auf die Anfeuerungsrufe der Fans ein, aber, und das macht sie, wie gesagt, sehr, sehr geschickt, sie verliert ihre Gegnerin nicht aus den Augen, sondern setzt ihr weiter zu mit Aktionen, mit Schlägen, mit Tritten hier in der Ecke. Aber Jay Nero, du siehst, wie häufig sie hier lächelt. Auch sie hat dieses freche Grinsen drauf, also man hatte, ja, zumindest bislang den Anschein, für sie ist das hier nichts weiter als ein Trainingskampf, aber jetzt schlägt Jackie Go zurück. Ja, kommt hier mit dem Knie angeflogen. Da zieht sich ihre Gegnerin jetzt ran, es folgt ein Suplex. Ja, und das Cover hinterher. Ich glaube, sie hat versucht, hier einen weiteren Suplex anzusetzen, aber hat sich dann doch für den Pin entschieden. Ja, der Kampf hat ihr natürlich bisher zugesetzt und es macht den Eindruck, als fehlt ihr jetzt die letzte Kraft für eine große Aktion gegen Jay Nero, die sich hier aber zur Wehr setzen kann. Nun ihrerseits ein Schlag von Jackie Go fängt die Clothesline, geht ins Leere, ein weiterer Schlag in den Magen und ja. Ja, wir sehen den Twist of Fate und das Cover und das könnte es gewesen sein. Nein, Jackie Go
die kann sich tatsächlich nochmal befreien, aber die muss jetzt mehr in die Offensive. Denn du siehst es, Jay Nero, die hat natürlich auch ein paar Sachen kassiert, aber die wirkt einfach insgesamt noch deutlich frischer. Und packt jetzt hier einen harten Vorarm aus und kann Jackie Go am Boden halten. Das gibt es ja gar nicht. Das ist der Sieg. Das hat tatsächlich ausgereicht. Ich wollte schon sagen, sie gibt ihrer Gegnerin wirklich sehr viel Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen, um sich noch einmal die letzte Luft zu holen. Jane Nero. Aber diese letzte Aktion hat, wie du schon gesagt hast, tatsächlich ausgereicht, um Jackie Go am Boden zu halten. Ja, liebe Fans, wir sind nur 6 Tage entfernt von Crossroad to Hell. Und jetzt haben wir für euch nochmal einen kleinen Trailer mit der bisher feststehenden Matchcard. Beyond Incredible. Nein. Wir kommen zum Ende der ersten Hälfte der Aufzeichnung des heutigen Tages. Das heißt, wir sind jetzt beim ersten Main Event. In diesem Fall möchte ich ordentlich Stimmung von euch hören. Wir sind der Bully aus Nauheim, Aaron Insane und der Blutdiamant, Michael Noel. Sie sind Diamonds and Rust. Ja, liebe Fans, Dave hat's gerade angekündigt. Wir sind im Main Event der ersten Hälfte vom 8. Open Sunday und wir sehen Michael Noel und den Bully Aaron Insane Diamonds and Rust zum Ring kommen. Und die beiden, die bestreiten heute ein Tag Team Match und bekommen gleichzeitig einen Vorgeschmack auf den kommenden Samstag. Denn ihre Gegner, das sind auch ihre Gegner, die ihnen nächste Woche am Samstag in Mörfelden-Walldorf gegenüberstehen werden. Und hier sind ihre Gegner. Aus Mannheim mit einem Gewicht von 63 Kilogramm. Hier ist Sunshine, Timothy O. Ja, liebe Fightback-Community, da geht die Sonne auf im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen Sunshine, Timothy O. zum Ring kommen und der wird sich auf dieses Match schon ganz besonders freuen, denn seine Statistik gegen Aaron Insane sieht ja bislang sehr gut aus und der hofft hier natürlich auf den nächsten Sieg. Und das zusammen mit seinem heutigen Tag Team Partner.
immer frenetisch gefeiert hier von den Fightback-Fans. Diamonds und Rust würden gerne schon beginnen, aber die müssen natürlich abwarten. Und hier ist der Mann an seiner Seite. Ladies and Gentlemen, the star of the movie Gunpowder Milkshake. Here is the star of four blocks. He comes from the most dangerous city in the world, Aleppo, Syria. He's 2 meters, weight 115, ladies and gentlemen, George Kukas! Ja, der Mann hier in Rot und Gold, George Kukas und Sunshine Timothy O. Ja, ich würde sagen, eine Tag-Team-Paarung, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnte. Und damit meine ich offensichtlich dieses. Ja, da muss anscheinend natürlich ein wenig hochspringen, um an die Hand ranzukommen. Also die beiden verstehen sich hier sehr gut. Mal sehen, ob dieses Verständnis auch ausreicht, um zusammen die beiden Jungs hier zu erledigen. So, George Kukas und Sunshine knobeln hier aus, wer das Match beginnen darf. Hat. Das ist jetzt die Frage, hat er gewonnen oder hat er verloren? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, denn ich glaube, es ist tatsächlich egal, wer hier auf der anderen Seite startet. Es scheint Michael Noel zu sein. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn Michael Noel dich einmal in seine Finger kriegt, kann das Licht auch relativ schnell ausgehen. Natürlich hoffen wir, dass Sunshine Timothy O sich hier beweisen kann. Ja, das geht natürlich in diesem Tag Team Match vor allem darum, den psychologischen Vorteil für den kommenden Samstag zu erringen. Denn welches Team hier auch immer siegreich draus hervorgehen wird, gehen natürlich mit Rückenwind in die jeweiligen Einzelmatches. Wir sehen es dann bei Crossroad to Hell. Aaron Insane gegen Sunshine, Timothy O und Michael Noel gegen George Kukas. Und Joey, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast sagen, Michael Noel nimmt hier seinen Kontrahent, der ihm gegenübersteht, nicht sonderlich ernst. Aber wird hier durch die Geschwindigkeit von Sunshine zunächst mal überrascht. Ja, das ist eben der Fehler, den sehr, sehr viele machen, wenn sie mit einem Sunshine Timothy O im Ring stehen. Ihn eben nicht ernst zu nehmen, ihn auf seine Körpergröße zu reduzieren. Aber dieser Sunshine, der hat es faustdick hinter den Ohren. Ja, und hier sehen wir die rohe Gewalt. Hier sehen wir Michael Noel, der fast blind vor Wut in die Aktionen rennt und sich hier eine Headscissor einfängt und ein Luftküsschen. Ja, der kann sich hier den Griffen von Michael Noel relativ gut und relativ schnell entziehen. Nun haben wir aber einen Wechsel auf beiden Seiten. Aaron Insane und George Kukas. Ja, noch die beiden kennen sich natürlich in- und auswendig. Haben hier bei Fightback Wrestling auch schon Main Events bestritten gegeneinander. Ja, und es geht im Prinzip genauso weiter, wie wir das eben bei der Paarung hatten zwischen Sunshine und Noel. George Kukas, der teilt hier mächtig aus gegen den Bully. Ja, hat hier zunächst noch die Oberhand. Aaron Sane krabbelt hier in die Ecke, versucht seinerseits zunächst zur Luft zu kommen, aber nutzt die Situation aus, um George Kukas selbst in die Ecke zu befördern. Und natürlich, diese Angriffe kennen wir nur zu gut von, ja, nicht nur von Aaron Sane, generell von Diamonds and Rust, versucht hier den Ref abzulenken, indem er Sunshine angreift, während Michael Noel hier
seinerseits die Situation ausnutzt und George Lucas einen Schwinger verpasst und nun Aaron Insane mit der Oberhand. So, der Wechsel wieder mit Michael Noel. Jetzt haben wir also das erste Mal eine der Samstagspaarungen offiziell im Ring. Michael Noel gegen George Lucas. Und da werden in meinen Augen Michael Noel seine ganzen Spielchen nichts helfen, denn ein George Lucas, der ist mit allen Wassern gewaschen. Ja, dem spielt es natürlich jetzt in die Karten, dass Lucas schon bereits von Aaron Insane geschwächt wurde und kann seinerseits George Lucas in die Schranken weisen. Lucas nun am Boden, wird hier von Michael Noel bearbeitet und selbstverständlich, wie soll es auch anders sein, mit unfairen Aktionen. Ja, wir sehen Aaron Insane, der greift natürlich genau in dem Moment ein, während Michael Noel Pascal Eisenbach ablenkt, hämmert hier das Knie auf den Mattenrand und versucht Lucas damit zu schwächen, das Cover. Ja, aber George, der kann sich erneut befreien. Ja, allerdings müsste ihm nun etwas einfallen, wie er sich hier gegen die Angriffe von Diamonds and Rust zur Wehr setzen kann. Du weißt, ich sag's nicht gerne, aber die unfairen Aktionen verhelfen ihm tatsächlich hier die Oberhand zu behalten. Sie machen das aus ihrer Sicht natürlich sehr intelligent. Ja, du siehst mal ganz deutlich, wie sehr ein Sunshine Timothy O den Bully studiert hat. Hat genau gerochen, dass da irgendeine hinterhältige Nummer von ihm kommen soll. Springt mal eben vom Mattenrand und weicht somit dem Schlag aus. Aber das Ganze hilft George Lucas in diesem Moment noch nicht wirklich weiter. Wieder jetzt Noel im Ring, bearbeitet seinen Gegner in der Ecke. Aber lässt sich ein Tick zu viel Zeit und das könnte sich jetzt rächen. Ja, ich denke, George tät einen Wechsel gut. Ja, aber du siehst auch hier die Behände. George Lucas mit seinen 2 Metern und seinen 115 Kilo. Doch es rollt hier durch den Ring, wie man es eigentlich eher von einem Sunshine erwarten würde. Aber der Wechsel, der muss jetzt natürlich kommen. Ja, wir haben bereits gesehen, dass ein Sunshine durchaus in der Lage ist, hier Diamonds and Rust im Schach zu halten. George Lucas aber nun mit Angriffen gegen Michael Noel, der nun auch seinerseits leicht schwankt. Ja, wir haben den regelrechten Schlagabtausch. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, es wird sich zeigen, wer hier, ich denke mal, den größeren Willen hat. Darauf wird es am Ende ankommen. Keiner will so wirklich zurückstecken. Keiner will hier so wirklich seinen Partner eintaggen. So, jetzt erwischen sie sich beide mit einem Vorarm und beide mit dem ausgestreckten Bein und sie fallen zu Boden. Ja, beide eigentlich in einer guten Position jeweils, denn sie sind in der Nähe ihrer jeweiligen Ecke, können ihre Partner entsprechend eintaggen, sofern sie die Kraft dazu finden, das vor dem Gegner zu machen. Wir sehen, Michael Noel gelingt es und es gelingt auch George Lucas. Sunshine nun zurück im Match. Ja, der startet hier fulminant gegen Aaron Insane, der glaube ich gar nicht wirklich weiß, wie ihm hier geschieht. Vorarms gegen Insane, wird allerdings nun abgefangen. Ja, der Ansatz zum Power Slam. Und der Enzigiri streckt den Bully zu Boden. Cover hinterher und oh, das war schon haarscharf. Und du hast gesehen, Michael Noel, der hätte hier nicht eingreifen können. Aaron Insane nun in der Ecke, Flying Forearm von Sunshine Timothy O, der ausgekontert wird, seinerseits in die Ecke geschickt wird, aber der kann hier dem Splash von Aaron Insane entgehen. Ja, und läuft in den Shoulder Tackle. So, und jetzt ist George Lucas im Ring.
Big Boot gegen Aaron Insane. Ein zweiter hinterher geht hoch auf Seil und wir sehen die Flying Clothesline. Eine der Parademanöver von George Hookers, aber ja, auch Michael Noel am Start verpasst George den Spinebuster. Und jetzt geht es hier wirklich drunter und drüber. Pascal Eisenbach versucht hier, die jeweils nicht legalen aus dem Ring zu verbannen, aber die denken überhaupt nicht dran. Ja, hier ist ein wenig das Chaos ausgebrochen. Normalerweise Sunshine, Timothy O und Aaron Zane, die beiden Legalen, befinden sich allerdings nun außerhalb des Rings. Werden jetzt, denke ich mal, auch allmählich von Pascal Eisenbach ausgezählt, aber der hat hier genug damit zu tun, Mike Noel und George Hookers im Schach zu halten, was ihm ja, mehr oder weniger gut gelingt. Nun alle vier Akteure außerhalb des Rings und du hast es vorhin schon einmal gesagt. Wir sehen wieder, dass sich die Kontrahenten, die sich nächste Woche einander gegenüberstehen im Ring, aufeinander eindrischen und nun gibt es wieder einen kleinen Wechsel. Also hier ist nun wirklich das Chaos ausgebrochen. Im Ring befindet sich nur noch Ref Pascal Eisenbach, der schon angefangen hat zu zählen. Ja, dem bleibt ja nichts anderes übrig, als die Kontrahenten jetzt an und wenn das so weitergeht, auch auszuzählen. George Hookers mit dem Schlag gegen Aaron Insane. Wir sehen, wie sich Aaron Insane zur Wehr setzt, aber immer wieder in Konter reinläuft von George Hookers. Ja, wir sehen vor allem, wie keiner Anstalten macht, in den Ring zurückzukehren. Pascal Eisenbach hat hier alle Hände voll zu tun und das, damit die 10. Ja, das war's. Also. Wir haben hier ein Double Countout. Dieses Match wird als Double Countout gewertet, da keiner der Teilnehmer bei 10 wieder im Ring war. Ja, kein Gewinner bei dieser Auseinandersetzung, aber das hält anscheinend diese Kontrahenten nicht davon ab, weiter aufeinander einzuschlagen. Wir sehen hier den Spear von George Hookers gegen Mike Noel. Ja, Slingblade gegen Aaron Insane von Sunshine, Timothy O. Es wirkt fast so, als wäre das offizielle Ergebnis dieses Matches eigentlich nur eine Randnotiz. George bringt jetzt Aaron auf den Boden und ja, was kommt jetzt? Jetzt geht... Und er bringt seinen Partner Sunshine hier aufs oberste Ringseil. Ja, aufs vierte Ringseil. Die Schultern von George Hookers. Und es gibt den Splash gegen Aaron Insane. Und das aus einer wahnsinnigen Höhe. George Hookers ist wahrlich kein kleiner Typ. Zumindest Sunshine geht's gut, aber Aaron rollt sich hier raus. Wird rausgezogen von Michael Noel. Also ich glaube, der hat jetzt hier die weiße Fahne gehisst. Ich glaube, der hat verstanden, dass das heute keinen Sinn hat. Hier weiter gegen Hookers und Sunshine Aktionen zu starten. Ja, ich glaube, für diese beiden wird es das auch schon gewesen sein. Mike Noel stützt seinen Partner, der hier einen leichten Lemon-Eindruck macht. Ja, und die moralischen Sieger, die stehen eindeutig im Ring mit Kampfansage in Richtung ihrer Kontrahenten für den nächsten Samstag, für Crossroad to Hell, Crossroad 12 in Mörfelden-Walldorf. Ja, und während diese beiden sich hier im Ring feiern lassen, verabschieden wir uns hier von Teil 1 der 8. Ausgabe des Open Sunday. Ja, einen Boxenstopp, wie gesagt, gibt es noch, nämlich den zweiten Teil des Open Sunday Nummer 8. Liebe Fans, wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen, supportet uns, bleibt gesund, tschüss und bis zum nächsten Mal.